geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man eine Fassade richtig armiert. Ich nehme euch mit auf die Baustelle. Wir werden eine Altbestandfassade, wo schon Oberputz drauf ist. Da haben wir schon die Fenster, Eckleisten gesetzt, alles. Werden wir heute armieren mit Armierungsgewebe und Armierungsmörtel. Wie das ganz genau funktioniert, zeige ich euch heute. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, wie immer. Schreibt einen coolen Kommentar bzw. einen Vorschlag und abonniert meinen Kanal. Dann würde ich sagen, fahren wir gleich auf die Baustelle und los geht's. Das ist jetzt die Fassade, die wir hier armieren. Die haben wir schon vorbereitet. Die Fenster haben wir mal die Eckleisten gesetzt. Und hier links und rechts wurde schon alles armiert. Hier haben wir hier, wie gesagt, die Fenster vorbereitet. Und wir haben jetzt schon Wasser rausgelassen hier. Wir werden jetzt hier eine ganze Kufte anmischen. Dann auf die Eimer verteilen. Hier haben wir schon Spachtelwerkzeug. Und dann würde ich sagen, wir holen jetzt mal die Säcke. Das ist so Armierungsmörtel, den wir benutzen, um alles zu armieren. Haben dann noch Gewebe, 4 mm Masche. Das ist der Armierungsmörtel, der ist 125 Kilo. Und den benutzen wir, um es zu armieren. Das ist von Heck, der K&A. Wir füllen das jetzt in die Eimer um. Und die werden wir dann auf den Grüßlagen verteilen. Jetzt macht er schnell. Wir verteilen das auf den Grüßlagen, dass jeder einen Eimer hat und dann kann es losgehen. So, ich ziehe das jetzt auf. Hier mit der Traufe. Wenn ihr es noch nicht so ein Gefühl habt, wie viele ungefähr auftragen müsst, dann macht es mit einer Zahntraufe, mit einer 5 mm Zahntraufel und glättet es danach. Ich ziehe das jetzt auf, dann kommt das Gewebe rein. Wir machen das jetzt quer, man kann es auch von oben nach unten machen. Aber wir machen es jetzt quer, weil wir nur zu zweit sind und es drei Gerüstlagen sind. Und jetzt ziehe ich einmal auf. Dann seht ihr ungefähr, wie man das machen muss. Ich habe hier bei der Vorderbahn, also bei der Bahn davor, 15 cm freigelassen, da können wir dann drunter spachteln und wenn das Gewebe dran ist, dann sauber den Übergang glätten, dass da keine Buckel entstehen. Und jetzt machen wir mal. Mal kacke, wenn die Sonne kommt, da muss man sich beeilen, weil das sonst anzieht und dann kann man das nicht mal gescheit glätten, deswegen ist es nicht immer besser, wenn man zu dritt ist bei sowas. Fangen wir bei dir an, das reinzumachen oder bei mir? Gesehen, wir haben jetzt halt hier 10 cm überlappen lassen, da ist so ein schwarzer Strich. Ich glaube, vorne habe ich 5 cm gesagt, aber das stimmt nicht. 10 cm, hier ist so ein Strich, das kann man genau perfekt überlappen lassen. Und dann haben wir es von einer Seite in die andere Richtung abgeglättet, damit keine Blasen entstehen. Und jetzt, jetzt werden wir das Ganze andrücken und danach noch abflügeln. Hier an der Seite, da schneide ich jetzt nicht hier außen ab, sondern ein bisschen weiter innen, weil da sind ja Eckwinkel dran und das Gewebe hängt schon dran, also können, überlappt es quasi ja auch und dann können wir das hier einfach abschneiden. Hier sind jetzt in der Wand vom Spachteln so Krater drin und das machen wir jetzt mit dem Flügel hier. Einmal glatt. Müsst ihr gucken, welche Seite richtig ist. An der Seite. Gut, so. Und jetzt nehmt ihr viel Kraft und schaut, dass ihr das glatt bekommt. Ja.
So, und jetzt sieht man, dass es hier glatt, wenn noch Krater sind. Wenn man das nächste Mal kommt, wenn es trocken ist, kann man das mit einem Schleifstein einfach wegschaben und dann grundieren und dann kommt der Oberputz da drauf. Wir haben jetzt nochmal eine Kufte angemacht, hier auf die Eimer wieder aufteilt. Wir haben jetzt noch hier das Stück, wir sind jetzt hier bis zur ersten Lage gekommen, jetzt können wir dann von unten arbeiten. Wenn wir das machen, dann haben wir es für heute, dann wird erst morgen noch der Sockel gefilzt und dann nächste Woche Putz und gestrichen wahrscheinlich. Bei den Fenstern machen wir es genauso wie in der Ecke, einfach wieder so 1 cm reingehen und abschneiden. Einmal komplett außenrum quasi. Dann kann man das hier so wegmachen und dann zieht man hier nochmal drüber. Unten am Boden machen wir jetzt den Dreck mal da weg, bevor wir aufziehen. Und jetzt von unten nach oben wieder aufziehen. Wichtig ist darauf zu achten, auch dass hier das Gewebe nicht ins Erdreich geht, weil sonst kann es sein, dass das irgendwann abplatzt, wenn Wasser hochkommt. Das ist schlecht. So, wir sind jetzt fertig. Wir machen jetzt noch alles sauber da hinten und dann fahren wir und morgen wird der Sockel gefilzt und ja, wir fahren jetzt in die Werkstatt. Ich bin jetzt in der Werkstatt, ich räume jetzt noch das Auto aus und fahre dann auf die nächste Baustelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und schreibt mir Vorschläge, was man noch alles machen könnte, beziehungsweise was ich noch mitfilmen könnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Servus, euer Tobi. Miley, sagst du Tschüss. Ciao.